Über 119 monatliche Hörer können nicht irren. Unser Podcast Sauna Club Susanne ist jetzt online. Erster Link in der Infobox. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Was stimmt er? Heute mit zwei unglaublich talentierten, preisgekrönten Gästen, die wir nur eingeladen haben, weil uns Flair abgesagt hat. Was machst du so viel mit Flair? Sorry. Macht einen riesen fetten Applaus für Hesse Brugger und Thomas Spitzer! Hallo! Hallo! Was stimmt er? Gut, dass du dabbt. Ist das? Ist Dab wieder a thing? Hinsetzen leider nicht. Freunde, direkt die Kommentarfrage. Leute, habt ihr streitbare Aussagen, dann haut diese jetzt mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, keine Ahnung, was sie macht. Und einen Daumen nach oben. Um uns zu unterstützen, muss ich auch immer sagen. Um uns zu unterstützen. Ja, wir spielen heute Was stimmt er? Ihr bekommt von uns zwei streitbare Aussagen. Ich hab gerade verstanden, wir spielen heute Wasch den Eber. Können wir im Anschluss machen? Die Formate werden auch immer kruder bei euch. Flair hat leider abgesagt. Moment mal. Ihr müsst bei diesen beiden Aussagen euch eine rausnehmen, die eher stimmt. Mhm. Das fiese Graffiti an seiner Häuserwand hat sich Karl Lauterbach selbst zuzuschreiben. Oder Harald Lesch soll lieber Rommi gegen sich selbst spielen und sich einmal im Jahr von seinen Enkeln besuchen lassen, statt uns SUV-Fans auf den Sack zu gehen. Was stimmt eher? Ich würde sagen Lauterbach und das Graffiti. Ja. Sagt man nicht dann Graffito? Der Graffito. Also Karl Lauterbach wüsste das. Die Graffiten. Ist doch wie, du sagst doch immer der Zucchino, oder? Der Zucchino. Das sage ich nur, um jegliche Sexualität abzulehnen. Ja. Ich glaube, dass Karl Lauterbach künstlerisch wahnsinnig talentiert ist. Ja. Ich glaube auch, dass ihm zwischen der wenigen Arbeit, die er hat, noch sehr viel Zeit bleibt. Ich glaube auch. Um in den Bastelladen zu gehen. Definitiv. Dann Abtönfarbe zu kaufen. Abtönfarbe, und auch, ja. Und er weiß auch zerbrochene Fenster zu schätzen, glaube ich. Er sieht dann auch die Kunst, wenn das, der Morgentau darin glitzert. Du kriegst gerade diesen Duktus. Er weiß auch zerbrochene Fenster zu schätzen. Das ist auch her, ich weiß das zu schätzen. Ja, und ich habe das mit Harald Lesch gar nicht so richtig verstanden. Ich was war das? Rommel? Kennt ihr nicht Rommel? Rommel? Ach, Rommel, ich kenne nur Rommel. Rommel? Das ist doch der eine. Ja, und der andere Tracker. Crazy Brüder. Ist das Talkblatt von Flair? Aber Karl Lauterbach, ein großer Freund unserer Sendung. Ich habe ihm auch gestern noch eine SMS geschrieben und es kam ihm vor 10 Minuten direkt eine Antwort. Ach, war super. Wirklich? Was kam? Sie sind jetzt im Roaming-Gebiet. Nein. Die haben gefragt, ob er uns mal wieder besuchen will. Er hat gesagt, ich bin leider in Berlin. Gruß Karl. Ja. Deswegen hat er auch die Stelle als Minister angenommen, damit er hier nicht mehr hin muss. Richtig. Wahrscheinlich schon. Kommen wir zu den nächsten beiden streitbaren Aussagen. Leere Energy-Drink-Dosen eignen sich hervorragend als stilvolle Wohnzimmerregaldekoration. Und ich trage erst dann die Maske ordnungsgemäß über der Nase, wenn man wieder straffrei Heil Hitler sagen darf. Was stimmt er? Wann bist du eher im Gefängnis? Ihr zwingt uns jetzt zwischen zwei komplett perversen Dingen zu entscheiden. Es gibt tolle Dosen in verschiedenen Farben. Die darf man doch nicht auswaschen. Die müssen auch so ein bisschen. Ja, das ist eben jetzt meine Frage gewesen, ob man die auswaschen darf, weil. Scheiß drauf, ich nehme den Hitler. Ja. Nee. Also ist das jetzt justiziabel, wenn wir B sagen? Nee, das ist hier Satire, haben wir gekennzeichnet. Wir haben einen Comedy-Preis gewonnen. Das ist gebührenfinanzierte Satire. Ja, kann man machen, ja, richtig. Nee, also wir sind eh immer nur zu Hause zurzeit. Von daher können wir machen, was wir wollen. Bin ich im Fame? Ja. Die Blicke zeigen, der drücken ein, ne? Wegen dem Fame der anderen Leute. Wenn Passanten uns fragen, ob wir ein Foto von ihnen machen. Ja, ich wurde schon gefragt, ob ich ein Dickpic von jemand anderem machen kann. Von Thomas wahrscheinlich. Ja. Ich habe ihn so schlecht gehört, weil er die Maske nur über den Mund hatte und nicht über der Nase. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, um euch natürlich auch ein bisschen zu supporten. Ihr habt einen Podcast, der ist nur verheiratet und Good Vibes Only. Da muss ich euch ein Geständnis machen. Ich habe die Patreon-Mitgliedschaft gekündigt. Okay, weil du gemerkt hast, dass du es nicht aussprechen kannst? Ich höre es nicht. Das ist wahrscheinlich. Aber ich komme nicht zum Hören und das wären dann 3 Euro, die ich euch schenke. Nee, oder was dieses Geld wollen wir gar nicht. Dieses Geld wollen wir.
Und genau, wir haben auch einen Podcast, deswegen habe ich diese Brücke geschlagen. Saunaclub Susanne. So, du machst endlich Promo. Der ist richtig gut auch geschnitten zum Teil. Jetzt ist mal Schluss mit der Werbung. Gleich gibt's Krawall. So richtig. Die RTL Top News sind das täglich frisch geröstet für die Generation. Es ist langsam mal Zeit für einen Kaffee-Vollautomaten. Meinst du nicht? Oder, Mensch, Leute, Luke Mockridge hat der Weißwein einfach nicht geschmeckt. Oh. Was? Stimmt. Ja. Ich sage A. Okay, da muss man natürlich noch mal sagen, Thomas, du bist verantwortlich für Top News. Ist das bekannt? Doch, oder? Gibt es auch eine Antwortmöglichkeit von Leuten, deren Anwälte nicht Post in meinem Briefkasten haben? Habe ich es richtig verstanden? Das eine war ein Diss gegen RTL und das andere ein Kompliment für Luke Mockridge? Es ist halt Entweder-Oder-Aussagen, die euch in die Bedulie bringen. Also ich würde mich für den Diss gegen RTL entscheiden. Ich glaube ich auch. Völlig verständlich. Die nächste bitte. Kommen wir zur nächsten Knaller-Aussage. Ich freue mich schon. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sieht aus wie eine Mischung aus Sexmessenbesucher und ins Käsefondue getauchten Marshmallow. Und Caroline Kebekus ist so lustig, wie Reinhold Beckmann musikalisch ist. Ja, Reinhold Beckmann ist schon ziemlich musikalisch. Ja. Ist er doch. Und der kann die Gitarre, ist er das? Die Gitarre zücken. Ja, hat doch, der besitzt doch nur die Gitarre, der kann ja sie spielen. Der kann vor allem die Instrumente, von denen man gar nicht weiß, dass er die besitzt. Er ist ja ein Wunderkind auf dem Fagott. Faggot ist doch eine Beleidigung, oder? Ja. Wo wir beim Thema Reinhold Beckmann wären. Fagott ist so wie so eine ganz große Klarinette. Ich muss natürlich eine Lanze brechen für Karl-Josef Laumann. Kennt ihr ihn gar nicht, deswegen geht der Witz nicht auf. Aber er sieht grotesk aus, wie ich diese Frage. Grotesk? Hätte ich jetzt nicht gesagt. Besonders. Er sieht aus wie jemand, den man gerne. Ich will nicht judgen über Aussehen. Hier sind alle schön. Auch Karl-Josef Laumann ist schön. Karl-Josef. Und jetzt hier auch nochmal der Satire-Stempel. Welche Aussage nehmt ihr? A oder B? B. Okay. Alles klar. Seit Julian Reichels Suspendierung knirsche ich im Schlaf, weil mir der Bub so unfassbar leid tut. Oder zu meinem Geburtstag wünsche ich mir ein zartes Akustikständchen von Jan-Josef Liefers. Also ich würde sagen, seit mir mein Bub so weh tut. Das habe ich zuerst verstanden und nicht seit mir der Bub so leid tut. Aber A, ja natürlich. A, ja. Thomas knirscht auch echt krass. Ich habe eine Schiene. Wir auch. Ich habe eine unten, Thomas eine oben. Ja, wir teilen die uns. Wir wechseln in der Nacht. Und ich glaube, seitdem Julian Reichelt nicht mehr im Amt ist, ist unser Baby krank, oder? Stimmt. Ziemlich genau seitdem. Hm. Das macht Sinn. Die Mutter und die Schwester von Julian Reichelt führen einen Online-Shop für glutenfreie Backwaren. Was ist denn Gluten eigentlich? Ist das ein... Das ist ein Weizeneiweiß. Sehr schön, dass du fragst. Ja, ich frage, weil ich möchte die Leute draußen informieren. Das Verrückteste ist, Sojasauce hat auch Gluten. Nee. Ja. Aber ist das so eine Glutenintoleranz nicht sowas, was wir erst in den letzten Jahren erfunden haben? Oder gibt es da schon Ewigkeiten? Es gibt es schon sehr lange, aber die Zahl der Betroffenen hat tatsächlich zugenommen, weil natürlich auch die Wahl. Was ist denn passiert eigentlich? Der Thomas hat uns eben off-cam gefragt. Er hat gesagt, dass wir immer konservativer aussehen. So. Wie der Wirecard-Chef wurde uns gesagt, von Felix Lobrecht. Ja, das stimmt. Ja. Steht uns das nicht? Sollen wir zu Händen wieder zurückkehren? Das ist schon interessant. Ich hab's. Grotesk. Wenn ihn das nicht einreden, ich stehe dazu. Ich habe vorhin, das ist jetzt Real Talk, ich habe vorhin zu Helsi gesagt, weil du hast ja mich gefragt, ob wir kommen, ob wir einspringen können. Ja. Und ich habe zu Helsi gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Wir sind heute bei World Wide Web. Und er ist einfach so, okay. Okay. Könnt ihr das bitte drin lassen? Alles klar. Kurze halbe Sekunde der Stille. Ich habe noch eine Info aufgeschrieben, und zwar Hazel, eine Tour steht an, 2022. Was stimmt eher? Oder? Ja, sie steht an. Und wird sie auch ausgeführt? Sie wird momentan durchgezogen. Okay. Ja. Kommt drauf an, was das Virus noch so. In dieser Pandemie. Und Thomas, dich habe ich natürlich auch nicht vergessen. Du bist erfolgreicher Outdoor. Erfolgreicher Autor, Comedian und Veranstalter. Comedian. Was erwartet uns 2022 bei dir? Das würde mich auch mal interessieren. Kann du mal was beisteuern? Was auf thomasspitzer.com? Naja, wir sind ja beide bei Prime Video, wie sie jetzt genannt werden wollen. Ja.
Und ja, das reicht erstmal, glaube ich. Finanziell erstmal ausgesorgt, ja. Oder? Hazel, du bist bei LOL dabei. Richtig, ja. Willst du schon mal spoilern? Wer hat gewonnen? Wir schwören, das Video kommt erst in 2 Jahren oder so. Erkan und Stefan haben beide nicht gewonnen. Hast du uns angeschaut oder was, Mann? Was ist los, hey? Das ist mein Freund. Mein Kumpel. Mein Kollege. Wir kommen zur allerletzten streitbaren Aussage. Dennis wird sie vortragen. Aussage 1. Als der Paketbote meine Bestellung seltener Buntglas-Clowns einfach in den Hausflur schmiss, überkam mich ein Gefühl von purer Zufriedenheit? Oder wenn Mitmenschen ein freundlich gemeintes Hallo unerwidert lassen, sollte man sie anspucken dürfen? Auf jeden Fall das Zweite, das oder? Zweite. Wenn die nicht zurück Hallo sagen. Du weißt ja, was ich für ein Hardliner bin, was so Sprüche angeht. Auch N-Gurte. Ja, N-Gurte muss immer mal gesagt werden. Hab ich jetzt nicht nur einfließen lassen, weil wir neue Merch-Produkte haben, die da werden ein Flasche. Es gibt auch andere Merch-Produkte. Nee, aber wenn Leute nicht Hallo zurück sagen, ich verstehe das auch nicht. Wenn ich doch sage Hallo, dann musst du einfach nur sagen, entweder so. Aber du sagst jedem Hallo, jedem Hallo. Auf der Straße, jeder Person. Jetzt ist das doch ulkig, weil du so grotesk aussiehst. Aber wenn du irgendwann alt bist, hallo, hallo. Ja, wieso, ist doch schön. Ich finde, das gehört doch dazu. Dass bist du der Typ in der Straße, der immer Hallo sagt? Wie Leute, die nach Wurst riechen oder der Typ, der schon 100 Jahre alt ist. Aber ist das ein schlechtes Siegel? Aber das kann man ja auch alles kombinieren. Ja, also gut, wenn Benni dann 100 ist, nach Wurst riecht und Hallo sagt. Und 2 von 3 hast du schon. Ja, das war eine tolle Episode. Was stimmt eher? Sensationell. Ja. Was stimmt eher? A, diese Folge war sensationell. Oder B, wir freuen uns, hier zu sein. Entscheidet in den Kommentaren, Freunde. Besucht natürlich Hazel und Thomas auf ihrem YouTube-Kanal. Ihr habt da einen. Wir haben einen, geht der viral. Heißt? Hazel und Thomas heißt er doch, ne? Richtig. Ja, klar. Ja, oh, gerade noch gerettet. Alles, wir können das Video so beenden, wie es auch geendet wäre, wenn Flair hier gewesen wäre. Mhm. Du Bastard! Okay. Oben gibt's Was stimmt eher mit Özcan Kosar und Bastian Biedendorfer. Basti wird der gern genannt. Der ist bei Let's Dance jetzt, ne? Weiter, Endcard! Ja, hab ich gestern gesehen, ja. Unten, krasse Schmerzen. Meine Gynäkologin glaubt mir nicht. Von auf Klo. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell! Bastard!